Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, wie man gerade sieht, wir sind im Häuschen, es wird gerade mal wieder rötlich. Ist aber ganz gut so, weil wir wollen schon mal Sachen vorbereiten, die wir jetzt demnächst brauchen. Wir brauchen als erstes, ja, danke für die Unterbrechung da draußen. Wir brauchen Resistoren. Das heißt, ich brauche jetzt erst einmal Coal Dust, haben wir ja ein bisschen was da. Ich nehme dich mal raus. Ich glaube, dich brauche ich nicht. Ich brauche Fine Unannulated Copper Wire und ich brauche das Unannulated Copper Wire. Dann machen wir mal Resistoren wieder. Ein Dutzend billiger. Weil wir möchten jetzt sozusagen die Assembling Machine 2.0 bauen. Das Schöne ist, ich kriege 8 Resistoren raus. Wir werden die und die Boards werden wir auch gleich machen. Das ist nämlich das, was noch fehlt. Ja, wobei die Vacuum Tubes werden mir auch gleich fehlen. Habe ich denn schon Vacuum Tubes vorbereitet? Nein, hätte ich gesagt, habe ich nicht. Aber mache ich gleich 16 Stück. Kann ich jetzt gleich gucken, ob ich welche habe. T sagt, ich habe 24 Stück schon mal da, aber ich brauche Stahl. Das heißt, das Stück. Nein. Mache ich gleich mal 24. Voll der Geiz. Das Wichtigste ist, wir müssen die Batterie angucken. Bei 213 ist in Ordnung, könnte reichen. Gesehen. Jetzt werden wir mit ihr laut sein. Ah, okay. Das, da geht ein bisschen mehr von dem lustigen Refined Glue drauf. Muss auch mal mit den Pflanzen weiterkommen. Ja, der Berg hat mich jetzt ein bisschen davon abgehalten, dass ich das alles wegkriege. Und ich schätze mal, bei der nächsten Woche wird es leider auch so sein, weil ich ja noch den zweiten Teil vom Berg wegmachen muss und alles vorbereiten muss. Wobei, vielleicht machen wir das auch die Woche noch zusammen oder ich mache es vom... Ich nehme mir mal Freitag, Samstag, Sonntag auf. Okay, wobei Freitag ich keine Zeit hatte, also Samstag. Also ihr seht gerade sozusagen die Folge, die ich am 27. Februar aufgenommen habe. Also ihr seid ungefähr 2 bis 3 Wochen hinten dran. Wie gesagt, aber ist für mich wichtig, dass ich definitiv auch die Zeit dazu habe, wenn da mal was passieren sollte. Weil zum Beispiel ein Wochenende, da schaut es bei mir ganz schlecht aus, dass ich vielleicht überhaupt da nichts aufnehmen kann. Und dann habe ich halt noch eine Woche Karenzzeit und kann dann halt was aufnehmen. Ich sehe dasselbe, die Folgen dauern ein Stündchen. Und das muss man ja auch erstmal alles vorbereiten. Wenn jetzt natürlich mein Gelände komplett schon fertig wäre, ne, und ich wollte einfach nur noch hinzimmern, wäre es gegessen, weil dann die sagen, okay. Aber ihr seht selber, man muss Material vorbereiten, man muss dieses machen, man muss jenes machen, man muss den Boden bauen. Ich weiß, es haben auch schon viele geschrieben, wäre euch egal, würdet ihr auch gucken, aber ja, ich sag mal, das sind halt meistens dann die Leute, die sagen, okay, ich schaue halt von ihm alles an. Und es gibt halt leider auch Leute, die sagen, ja, danke. Hat doch nicht gereicht. Die sagen, nee, das interessiert mich nicht, dann schaue ich die Folge nicht. Wie er 2 Stunden lang jetzt hier von A nach B einfach mal abbuddelt. Und so weiter und so fort. Oh! Ich habe es ist genau aufgegangen. Cool. Passiert bei mir auch seltenst. Das heißt, wir haben auf jeden Fall genügend Resistoren, dass ich jetzt meine Circuits hinkriege. Ich brauche nämlich insgesamt 4 Stück. Also von denen brauche ich 8. So, dann hätte ich gesagt, dann machen wir jetzt die Glass Tubes, die Steel Rods. Noch mehr Glass Tubes.
noch mal 8 reinhauen. Die auch macht. So. Und jetzt brauche ich dafür Red Alloy. Ich glaube, das ist viel zu viel, was ich jetzt runtergenommen habe, aber egal. Lieber zu viel als zu wenig. Dann machen wir einen Wrench. Bin mir nämlich nicht sicher, ob ich dich nach hinten gedreht habe, das Alloy. So. Und dann brauche ich jetzt dafür also ich brauche Annihilated Copper Cable. Vergessen. Dafür habe ich ja auch das da reingeschmissen ins Deck. Und das ist schön, wenn du mal die schmeißen kannst und ihr seht, Batterien sind immer noch voll. Juckt den einfach nicht. Müsst ihr wirklich jetzt 8 Maschinen voll laufen lassen, damit die da draußen Fähigkeiten kriegen. Okay, momentan laufen sie fast gar nicht. Was ja eigentlich auch Mumpitz ist, Kassetterit und das da. Muss nämlich mal auch das da irgendwann wegkriegen. Aber die Kisten werden auch immer voller. Und das können wir auch so richtig ordentlich bauen, wenn wir im HV angekommen sind. Okay, ich glaube, das war zu viel Red Alloy. Ups. Habe ich noch einen Glastank? Ja, habe ich. Danke. Jetzt habe ich nur ein anderes Problem. Ach nee, ich habe hier 33.000 drin. Oder habe ich hier noch einen kleinen rumfliegen? Nee, das kriege ich raus. Dann muss ich halt den Clou wieder in dem kleinen Tank aufheben. Wird jetzt witzig. Mist. Ja, dann lasse ich es erstmal in den Zellen. Was jetzt eigentlich nicht gut ist, weil dafür habe ich noch zu wenig. Ja, das meine ich ja, ne? Das hat, ja. So, ja, wobei, Moment. Ich stelle noch Annihilated Copper Wire her. Jagen wir weiter durch. Ist egal. Glastubes habe ich auch nochmal gemacht. 8 Stück. Glaubt zwar immer noch, dass es zu viel ist, aber. Vor allem, ich habe halt wirklich alle reingebatzt. Was ich normalerweise nicht mache. Ja, sonst müsste ich. Ja, das Problem ist halt, ich muss ihn halt ausladen. Eine Pumpe bauen, daneben stellen. Und dann kann ich es abfüllen. Dann kann ich meine Glue-Zellen wieder rein batzen. So. 16 Stück. Und hier brauche ich 8 Stück. Ja, wenn man nicht aufpasst. So, ich schau mal, ob ich wieder sterbe. Kann ich wieder alles essen? Yes. Das hat mir gefallen. Alter, was hat denn die mir jetzt gegeben? Slowness, Nasea, Resistance und Blindness. Ja, alles klar. Machen wir wieder die Spinne des Todes. War mal eine Spinne, wo ich töten durfte, ohne zu verrecken. Das auch. Ja, blau darf ich abschießen, rot darf ich nicht abschießen. Aber muss ich mir merken. Es gibt so rote, es gibt so Spinnen, die haben so ein rotes Kreuz hinten auf dem Obers. Ja, und die, wenn man die mit dem Pfeil und Bogen beschießt, dann ist man danach tot. So.
Ja, ein Zombie, aber ich weiß nicht, wo er ist. Ich vermute fast, dass. Aua. Dass der irgendwo unten drunter ist, weil ich ja noch nicht alles sauber zugemacht habe. Weiß, ich bin böse. Ich jetzt eigentlich wirklich auch alles aufgeräumt? Glaube. Muss den auch mal wieder reparieren. Er hört sich fast an, als wäre er unter mir. Nee, das bist du. Okay. Entschuldigung. Hab dich übersehen. So, Crossbow. Ja. Du kommst mal schnell da rein. Und dann aus meinem anderen Rucksack. Habe ich ein bisschen Carbon drin. Weiß gar nicht, wie viel das ich brauche. Einen. Okay, die armen Schweine. Einzigste, was ich irgendwann machen muss, ist, wie gesagt, muss ich halt mit der Forschung soweit immer da hinkommen, dass ich Autorepair habe, weil das ist für mich was, was auf dem Fall gehört. Weil eigentlich möchte ich die. Ja, dann weiß ich gar nicht. Habt ihr eine Idee, was man alles auf den Fall packen kann? Ich habe da noch keinen. So, du kommst mal weg. Habe wenigstens da über 67. Halt meine Rods. Und das ist, wie gesagt, jetzt komme ich halt wirklich in die Abteilung. Das habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt. Kann ich aber nicht oft genug wiederholen, wo man jetzt halt auch mal sagen kann, okay, ich habe jetzt Material da. Dann stellen wir halt mal ein oder zwei Sticks Cubes her. Ist ja kein Problem. Ja, aber wirklich viel zu viel Molten Redstone rein. Wo ist denn eigentlich meine Pistole, die wo ich das dann rauskriegt? Tut mir jetzt zwar dann leicht weh. 1152. Also cool wär's, da versuche ich hinzukommen. Cool wär's wirklich, wenn ich es schaffen würde, an die 1000, an 1000 ranzukommen. Weil dann kann ich die in der Zelle abfüllen, dann baue ich halt den Tank ab. Ich würde es ja auch cool finden, wenn man Tanks nicht abbauen kann, weil da Flüssigkeiten drin sind, dass du das halt wirklich ausnehmen musst. Aber das spricht sich immer so leicht, ne? Als ja, als Laie im Programmieren. Das so einfach funktioniert. Ja, danke. Mir die 8 fertig. Du drückst nur ein bisschen nach. Okay. Mal 10. Vierundvierzig. 26. 1008. Das klingt doch super, oder? 1008 klingt gut. So, das heißt jetzt, ich brauche jetzt meine Pumpe. Drück da drauf. Dann kommt die da rein. Dann habe ich jetzt hier meine 1008 drin. So. Hat halt den Vorteil. Nein, wisst ihr was? Scheiß drauf. Muss mal eine Pumpe bauen. Pümpchen kostet einen Motor. Habe ich alles da? Nein, habe ich nicht. Brauche Kupferkabel. Weiß ich aber auch gleich, was ich mache. Eine Runde Kupfer rein. Eine Runde Kupfer raus. So, gib mir mal einen Motor. Dankeschön. Dann brauchen wir jetzt eine Pumpe. Das heißt, ich brauche. Mal schnell 15.
Energie wird hoffentlich noch genügend drin sein. Ja, und deswegen will ich das halt auch irgendwann drüben reinbauen, ne? Weil das geht halt einen doch dann ein bisschen auf den Zeiger, dass du sagen kannst, okay, du kannst jetzt halt nicht eh richtig reinbatzen, weil du halt immer noch batterielimitiert bist. So. Eine Pumpe, Dankeschön. So, kommst da hin. Glaube aber, auf Export ist schon standardmäßig. Wenn nicht, doch, ist es. Ja, weil es sind 1008, weil es geht nämlich auf. Weil wenn ich jetzt nämlich die 8 Stück verschmissen hätte, dann wäre es nicht mehr aufgegangen. Dann brauche ich lieber eine Pumpe. Geht ja schnell. Nicht mehr so wie am Anfang. 20 Minuten Pumpe. Okay, also wir haben auf jeden Fall Vakuum-Tubes, haben wir jetzt auch in Massen. Und wie gesagt, ich bin ja eigentlich nur raus, weil ich jetzt das da brauche. Das heißt, wir hauen jetzt Polyethylen rein. Jetzt will ich zu viel Poly dann drin haben, aber nein, werde ich nicht. Also lieber produziere ich dann hier noch mehr. So, das rein und das rein. Ich hätte gesagt, ich hau mal gleich die nächsten 8 hier durch. Ah, da kriegt ihr jetzt gleich 2 raus. Das ist ja das super. Ich hätte zwar noch gerne ein bisschen mehr, aber ja, habe ich halt noch nicht Boxenparts. Wird sowieso lustig, wenn ich das alles aufbaue. Wird mir irgendwann der Platz hier ausgehen. Und vor allem, wie gesagt, das Schöne ist, ich sehe halt schon im Horizont HV für mich aufblitzen. Es wird auch für mich so sein, dass die Verarbeitung für, also die Erzverarbeitung, das ist das Erste, was dann umzieht, der EBF ist. Und dann wird er auch gleich auf HV hochgeswitcht. Das heißt, ab dem Zeitpunkt werden wir auf HV gehen. Das heißt, dann wird auch Stainless Steel durchlaufen. Und dann muss ich ja auch richtig mein Stromhäuschen pumpen. Ich kann schon wieder die nächsten 8 machen. So, aber ich habe meine ersten 16 Boards und das ist eigentlich das, was wir wollten. Glaube, ich muss die Dioden rausnehmen, dass er. Ne, ich habe noch. Ah, ja. Ich habe eine Kleinigkeit vergessen. Du musst mal kurz aufhören. Ich brauche nämlich gleich das Kabel nochmal. Wie gesagt, wir brauchen davon ein paar. Good Circuit Boards. Das habe ich noch Boards von dir rumliegen? Nein, natürlich nicht. Natürlich brauche ich dafür Glue im Assembler. Oh. Auch halt noch mal welche, das ist halt der Käse gerade. Mist. So, dann kann ich ja jetzt wieder den Glue hier reinschmeißen. Habe ich meine Zellen wieder. So, dann meine Dolly nehmen. Die Decke parken, mein Glue nehmen und da rein batzen. So, dann kann der den nämlich auch schön auffüllen in der Zeit.
haben wir einen schönen Kreislauf. So, habe ich gesagt, ich habe zu viel Poly reingeschmissen. Aber wir wissen ja, ne, wir müssen ja noch irgendwas anders bauen. So, das heißt, ich brauche mal hier das. So, was brauchen wir, was brauche ich denn noch? Ich brauche jetzt auf jeden Fall für einen Assembler brauchen wir Konvoiermodule, also bauen wir Motoren. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall schon mal davon 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Also 9 Stück. Wo mal in die Abteilung wir stellen Rods her marschieren. Den einen wieder aufgeräumt habe, ist der fertig. Oh, oder auch nicht. Okay, ich warte dann. Mal bis dahin sind die Sockets fertig. Haben jetzt die Rods. Ich werde auf jeden Fall sechs Platten brauche ich auf jeden Fall. Was brauche ich noch? Ja, ich brauche die Pistons. Ich brauche Kupferkabel. Ich hoffe, dass ich da noch genügend da habe. Rubber Sheets, war auch Kupferkabel. Kupferkabel. Ja, wir werden sehen. Sonst muss ich noch Kupferkabel auch noch herstellen. So, 6 Stück Hammer. Genau. Das heißt, es ist gescheitert am Red Alloy. Bastel weiter. Kannst die ganzen Circuit Boards aufbrauchen. Brauche ich den nächsten Bau. Weil, wie gesagt, brauche ich ja noch Kleber. Dann kommst du mal her. Look. Nee. Ich kann ja keinen Kleber reinmachen. Klar. Ich bin erst. Ja. Vergesslich. Das war jetzt noch nett. Ja. Kommt da mal der Achter rein. So. Braucht 2 Kupferkabel. Jetzt werde ich gleich wissen, ob ich Kupferkabel noch übrig habe. Oder ob ich das dann auch noch machen muss. Ha! Ich habe ein Problem. Ich habe ein großes Problem. Ja, man braucht nämlich einen Assembler, um Kupferkabel herzustellen. Was ist da gerade? Richtig, der ist mit Polyethylen voll. Ja, ja. Dann heißt es, ich mach doch noch mal mehr Boards. Ich habe ja am Anfang gesagt, ne, jetzt habe ich bestimmt zu viel reingeschmissen. Richtig. Und der ist auch. Ups. Falsch. Jetzt brauche ich noch Soldering. Soldering, 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 Soldering? Jetzt blind? Ja, so ist mir doch. Soldering. Ein noch 2. Really? Bin ja begeistert. Das heißt, ich brauche jetzt Anti-Money Dust. Das Ingots. Davon nehme ich jetzt mir mal 4. Ab in den Alloy Smelter. Und davon brauche ich jetzt ein bisschen mehr. Okay.
Okay, das heißt, ich brauche 7. Ja, 3 müsste ich drin haben. Nee, ich habe schon 4 drin. Okay. Auf 6. Soll ein bisschen Soldering Iron herstellen. Jetzt sind mir die Tubes ausgegangen. Ist nicht schön, dass man das mal einfach mal so schnell holt. Und das empfehle ich jedem. Wenn man nicht mehr weiß, hat man die Maschine umgestellt, stellt sie trotzdem noch mal um. Mein alter Kopf kann sich sowas nicht mehr merken. Der sagt sich, das ist uninteressant. Das wird nicht mehr abgespeichert. So, wir sind jetzt mit dem Molten Polyethylen. Jetzt hoffe ich mal, dass der. Ja, mir fehlt halt genau ein blödes Kupferkabel. Dann, ja. Wisst ihr ja, ne? Alles schön. Noch gerade beim Überlegen, ob ich das noch für was anderes brauchen kann, aber ich glaube, na, ja, kann ich schon, aber nicht ohne Kupferkabel. Schmeißen gleich noch mal eine Runde durch. Also auf jeden Fall habe ich danach genügend Circuits. Da kann ich nicht mehr maulen, dass ich keine Materialien für Circuits habe. Und nochmal die nächsten 8 Boards. Wir basteln wieder eine Runde Circuits. Ja, aber das ist halt das, ne? Nix da. Muss man in der Folge machen. Dafür geht es ja dann meistens auch länger. So, wir haben jetzt 32 Boards und 288. Das heißt, wenn ich jetzt die da alle durchgejagt habe, dann müsste das Poly draußen sein. So, 8 Stück. Dann kann ich da eine Runde Rubber reinhauen. Davon bitte gleich 63 Stück. Und 7. Tappen, glaube ich, definitiv gedreht, aber ich mach's noch mal. Genau. Und beim Soldering ist es halt auch so. Immer wenn er 9 tappt, braucht er 63. Das heißt, wir haben jetzt genügend Soldering für die nächsten Circuits. 1080 Liter sind da noch drin. Kann ich gleich noch mal 16 Red Alloy Ingots hinterher batzen. Ja, da müsste ich auch viel mehr herstellen, aber hier bräuchte ich auch langsam wieder mehr Redstone. Weil das geht mir dann demnächst aus. Aber hätte ich halt gerne alles, wenn ich die Erzverarbeitung 2.0 habe. Weil dann brauche ich mir da nicht mehr so viel Kopf machen, ne, sondern da kann ich sagen, okay. Ich schmeiß rein, ich kriege am Ende raus. Jawohl. Ist das nicht schön? So, und gleich wieder ein Kupferkabel nehmen. Oh, jetzt da noch was. Nein. Ich habe jetzt 19 Circuit Boards. Also ich kriege jetzt da locker nochmal 1 Circuit vergessen. Da kriege ich da locker nochmal
20 Stück raus, was ich an Materialien noch zur Verfügung habe. So, du kommst weg. Frage ich auch mal hier. So, jetzt hätte ich genügend Kupferkabel, um meine Box zu bauen. Aber ist ja egal. So, habe ich jetzt eigentlich noch dieses Cupronickel-Wire? Weil das werden wir jetzt auch brauchen. So, das heißt, wir bauen jetzt erstmal die Motoren. Für die Motoren brauche ich jetzt aber noch Stahlrods. Ich glaube, ich habe noch 8 Stück übrig. Korrekt. Sehr schön, dass ich die nicht voll verbraten habe. Zum Polarizer. Und ich brauche da keine Angst haben, weil ich habe noch ein bisschen von diesem blauen Kabel. Das produziere ich ja momentan wirklich wie ein Weltmeister. Das brauche ich aber auch wie ein Weltmeister. Und wenn nicht, dann kann ich noch unrelated Copper Cable herstellen. Weil das dann SMV-Kabel ist, was wir dann hier brauchen. Aber erstmal lasse ich genügend Kupferkabel herstellen. Bis jetzt habe ich ja nur 13. Nehmen wir alles mit. Zurück 22. Schöne Zahl. Also wir haben gesagt, wir brauchen zwei Motoren für. Wir brauchen 4 Motoren für die Konvoier. Und wir brauchen. Für die Robot Arms brauchen wir auch nochmal so viele. Was ist denn jetzt ausgegangen? Genau, das Cupronickel. Das war Nickel und Kupfer. Was haben wir denn mittlerweile da? Nickel, Kupfer. Dann fang du auch mal das Arbeiten an. Schon mal wenigstens 4, bitte. Danke. Darf man dann alles? Was haben wir? 8. Es sind nur 4. Mist. Ja. Nee, reicht mir nicht. Weil ich brauche ja auch noch mal, glaube ich, so welche. Lass gleich sehen. So, genau, weil wir haben ja einmal die, genau, wir haben die Robot Arms. Die brauchen jeweils 2. Wir haben die Pisten, die brauchen ja auch noch mal einen. Das heißt, ich brauche noch mal 2. Dann brauche ich jetzt noch den die Machine Hall, die Good Circuits. Das ist schon mal das, was ich wenigstens habe. So, das heißt jetzt für mich, ich gehe jetzt mal 12 davon holen. Dahin hat er auch genügend Cupronickel-Wire gemacht, dass ich definitiv noch meine letzten 2 Motoren baue. So, 8, 12, Dankeschön. Aber jetzt bauen wir die auch das erste Mal in MV. Du kommst dahin, du kommst dahin, du kommst mittig, du kommst links und rechts und ich habe meinen Konvoier und wird gleich gesaved. Ja, dann brauchen wir jetzt noch den Piston. Das heißt, ich brauche noch ein Small Aluminium Gear. Ich brauche davon 2. Also 2 Alu. 2 Alu habe ich gesagt. Das ist das komische Blaue da unten. Danke. Dann jetzt die. Achso, das ist Mold. Ich brauche Mold hier, genau.
aufgeläumt. So, kann ich jetzt eigentlich noch mal zwei Motoren bauen? Nein, mir fehlt das, mir fehlt das. Alles klar. Dann hätte ich gesagt, 8 Stahl wieder mitnehmen. Und Nickelwire mitnehmen. Das, naja, nee, das hätte ich sogar schon im Inventar gehabt. Hätte mir nichts nützt, weil mir fehlen auch, mir hätte ein Rod gefehlt. Ein Rod hätte mir gefehlt. Ja, aber das wissen wir ja, Assembler sind am Anfang sind mit die teuersten Maschinen, weil man halt auch diese Robot Arms braucht. Ja, und ich habe im MV halt noch nichts im Dutzend billiger da, weil dafür, ja, da ist Aluminium halt bei mir jetzt das, was Stahl am Anfang war. Mangelware. Ja, genau. Schmeiß mal hier rein. Komme ich total weit. Schmeiß bitte hier rein, da komme ich weit. So, zwei Motoren. Dann heißt es jetzt, wir bauen die Pistons. Nein, wir bauen die Pistons nicht, weil wir doch die Blades brauchen. Ich ja schon gemacht habe, nur wieder mal vergessen habe, wie immer. Ich knaller. So, und das Kupferkabel. Dann brauche ich davon zwei. Was? Mir fehlen noch zwei Rotz. Ich bin so doof. Bin gleich. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Schauen wir mal, ob ich jetzt das Richtige im Kopf hatte. Ja, genau, ich habe zwei Motoren ja mehr bauen müssen, als ich am Anfang gedacht habe. So, zweiter. So, und jetzt brauchen wir ja die Robot Arms. Dafür brauche ich jetzt noch die Good Circuits. Okay, die habe ich jetzt auch noch nicht. Wie viel habt ihr denn bitte schön jetzt von meinem Rubber da rausgebatzt? Ich habe noch 1440 drin. Gut, dann hätte ich gesagt, machen wir jetzt mal da schon ein bisschen Achterkabel. Da geht es dann weitaus zügig heraus. Wie gesagt, genau. So weit waren wir ja, glaube ich, noch nicht. Ich kann es ja mal so zeigen. Ich glaube, das ist ja, ja. Also, das sind sozusagen, ja, wären jetzt. Loss 4 EU-Volt, das stimmt nicht, ne, weil kann ich ja, kann man ja beweisen, als Assembler. Ja, also ich habe zwei, wenn ich das isoliert habe, habe ich 2 EU-Volt lost. Und das kann man halt reduzieren, indem dass man unrelated Copper Cable nimmt. Weil die haben halt ein EU Lost. Habe ich jetzt vierfach unrelated Copper Cables gemacht. Bin der Held. Ja, okay, aber wir haben ja, ja muss ich halt. Wird schon passen. So, den Vierer packe ich jetzt hier mit rein. Bei dem brauchen wir jetzt dann sowieso später nochmal, weil ich hier noch Frames herstellen muss. So, das heißt jetzt für mich, ich brauche jetzt passt auf, jetzt, es geht mir, es ist mir gleich, jetzt habe ich gleich kein Copper Cable mehr da. Okay, Glück gehabt. Ich brauche drei. Die muss ich schon mal auf die. Nein, das reicht nicht. Ich brauche noch einen. So, dich und ich. Und zwar mal dich.
So, dann haben wir das. So, und dann brauche ich jetzt noch mal ein bisschen Rubber. Der wird hoffentlich reichen. Ich brauche ein bisschen Rubber und ich brauche davon was. Und ich glaube in Circuit Nummer 1. Und Kiste drauf. Derzeit kann ich gleich mal 16 Goldkabel durchjagen. Die wir ja auch gleich brauchen. Dahin. Da bist du sogar, ja genau, Gold ist HV. Jawohl, wir haben Penguin League Circuit Boards. Da brauche ich jetzt 16 Stück für. Das heißt, ich muss da jetzt auch mal endlich in die Pötte kommen. Aber ne, was soll man denn noch alles machen? Dafür gibt es zu wenig Zeit. Aber uns gehen die Folgen nicht aus. Also da brauchen wir auch kein Bedenken haben. So, ich habe jetzt auf jeden Fall gut Dingsbums da rein. Dann brauchen wir jetzt auf jeden Fall 8 Circuits. In die Circuits ein bisschen wieder drauf. Dann haben wir die Dioden. Und was brauche ich noch? Halt. Aber es werden nicht mehr, glaube ich. Nein. Okay. Dann kommt noch Kupferkabel dazu. Gut ist. Dann fangen wir das Produzieren an. Ich brauche davon 4 Stück. Danke. Und derzeit kann ich natürlich mein Refined Glut dadurch jagen, weil ich brauche momentan nicht. Das ist jetzt kann er einfach nur arbeiten. So, Batterie. Die Batterie ist fast leer. Dann fülle ich die auf und die Batterie werden wir jetzt dann gleich von Assembler brauchen. Da kann der auch schon mal dann wenigstens laufen, wenn wir soweit fertig sind. So, 2 hat er schon mal fertig. Guck lieber nochmal, ob er arbeitet. Ja, tut er. Nicht, dass mir jetzt dann irgendwas wieder ausgegangen ist. Ja, auf den letzten warte ich jetzt auch noch. Dann brauche ich nicht mehr laufen. Dankeschön. So. Und das alles nur um 4 Good Electronic Circuits und ein bisschen MV-Motoren und hast du nicht gesehen zu machen. Hurra! Das heißt, ich brauche jetzt 6 von denen. 3. Davon 6. Und mal dahin. Dann brauche ich Motoren. Motor, der Pisten. Jetzt wisst ihr, warum das ich gesagt habe, ich brauche nochmal die Rods. Und ich habe meine Roboterarme auch fertig. Ab an den Tisch. Das heißt, Roboterarme, ich glaube, die kommen oben hin. Du kommst unten hin. Ich vertausche das aber auch gern. Konvoier. Die waren dann da. So, dann brauche ich jetzt noch meine Good Circuits. Kommen jetzt oben und unten und das Kabel kommt links und rechts. Und wir haben es geschafft. Wahnsinn. Advanced Assembling Machine.
Heißt, ich habe jetzt hier nochmal Knighten vorbei. Das ist der Extractor. Und das ist der Solidifier. Vergesst es immer, wer was ist. Der macht klein. Okay, dann kommst du daneben. Kann ich nämlich auch Poly reinfüllen. Da habe ich nämlich jetzt zwei. Brauchen wir nicht mehr so ewig warten. Und vor allem, wir können jetzt auch andere schöne Sachen machen. So. Assembler haben wir fertig. Die Nacht ist auch fast fertig. Und ich bin auch fast fertig. Mit den Nerven. Hat eigentlich viel länger gedauert, als ich gedacht habe. Schöne ist, dass wir den eigentlich noch gar nicht brauchen. Das Problem ist nur, ich weiß schon, dass wir definitiv nochmal zwei Maschinen brauchen. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Cutter und den Laser Engraver. Den haben wir auch noch vor. Und das Problem ist, beim Laser Engraver, da brauchen wir auch noch schöne Sachen. Und vor allem, ich brauche dann auch Emeralds. Die ich nicht habe momentan. Das ist total toll. So, Assembler haben wir gebaut, weil wir den auch das dann wirklich öfters brauchen werden, den MV. Ups, das war das Falsche. Bei den Quests kann ich mal auch mal schnell nochmal gucken. Haben wir auch schon lange nicht mehr reingeblickt. Da hat er auf jeden Fall was drin. Genau, Precision Laser Engraver. Cutter. Dann können wir nämlich irgendwann auch die Circuits nämlich billig herstellen. Was haben wir hier? Medium Voltage Transformer. LV High Ampere Transformer. Das Lustige ist, die Motoren habe ich gerade alle hergestellt. Ich habe sie halt nur nicht in die Tasche genommen. Ihr wisst ja, was ich bin. Doof. Aber wir brauchen das noch ein paar Mal. Und diesen Table da, der wird auch interessant. Das wird nämlich der Zaubertisch, glaube ich. Also, genau. Medium Voltage Battery Buffer. Achso, das ist der Vierfach, ne? Ja. Ja, aber wir haben hier Vierfach Kabel hergestellt. Gar nicht doof, ne? Das ist dann der, wo dann, die erstmal versorgen. Und der wird dann auch irgendwann die Pumpe antreiben. Also den werden wir auch brauchen. Haben wir alles noch vor uns. Haben wir alles noch vor uns, ja. Simple Item Transfer. Clay Electrolyzing. 832 Clay Dust, ja. Du bist witzig, Spiel. Ich hab da, also da steht irgendwo noch ein Drawer. Ne, steht nicht mehr rum. Der ist wieder alle voll. Ich hatte jetzt so einen Vierfach-Drawer, der war mal voll. Den habe ich komplett durchgelassen. Also, habe irgendwo Batterien her. Ja. So, jetzt habe ich das mal nochmal so als Technikfolge mit reingepfeffert, dass wir dann auch wirklich beim nächsten Mal mit dem Lager weitermachen, weil da will ich jetzt, hat sich nichts verändert. Wie denn auch. Und da wollen wir dann auch weitermachen, dass wir jetzt dann da unsere ganzen Sachen, die wo hier so verstreut rumstehen, da hinten stehen. Ja. Und da ist mal wieder Stein drin. Kann ich mal wieder laufen. Danke. So. Ja. Dann hoffe ich und wünsche ich euch noch viel Spaß mit weiteren Videos und wir sehen uns wieder das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.